Na gut, dann rein in die Insel der Wahrheit. Ja, ich bin auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen erkältet oder so. Ich wollte halt eigentlich wandern gehen, aber ich glaube, bei dem Wetter ist das keine so gute Idee. Es ist zwar warm in der Sonne und so, aber trotzdem ist es ja noch relativ kühl. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ratgeberquest. So, das Ding hier nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann sind wir jetzt auf dem Weg nach Roendel. So, sprich in der Burg Wern. Oh nein, das ist schlecht. Burg Wern ist schlecht. Jetzt müssen wir noch mal hochschippern, ne? Wir sind echt am Arsch der Welt. Und müssen jetzt noch mal da hoch. Also falls ihr das hier auf YouTube seht, Leute, einfach vorspulen. Die 2, 3 Minuten, die wir jetzt hier mit dem Schiff fahren müssen, die müsst ihr euch auf jeden Fall nicht geben. Für alle anderen, die jetzt im Livestream sind. Sorry, sorry, sorry. Aber wenigstens meine Qualität von meiner Ausrüstung ganz okay. So, was haben wir denn hier noch? So. Meisterschläger, sowas brauchen wir natürlich nicht. Wir bräuchten hier so. Oh, Schütz der Göttin. Ist das das, was ich will? Schutz der Göttin und Superladung. Warum habe ich den hier behalten? Eigentlich Quatsch, ne? Weg damit. Wir haben hier noch einige Geheimdungeons. Was ist das hier eigentlich? Wo soll mich das hier eigentlich hinführen? Weiß das jemand? Sieht bekannt aus, ja, das ist so ein Goblin-Ding. Aber, was ist das für eine Karte?
Das kann in die Kiste, das kann in die Kiste. Die Kisten können in die Kiste. Was haben wir hier? Platinfeld gebunden. Und Zugangsticket Würfel. Ist der Würfel eigentlich auch was, was man daily machen kann? Oder sollte? So, Frostgranate, Lehmgranate, Schlafbombe brauchen wir mal nicht. Zerstörungsbombe brauchen wir auch nicht. Kennst du den Trick, um deine Ausrüstungsgegenstände besser zu erhöhen mit den Stern-Odem, ja, Exploit mehr oder weniger? Dass du die Stern-Odems farmen kannst im Chaos Dungeon? Hallo, Spiel. Boah, in den Städten ist echt schlimm, ne? Wir haben Sonntag 10.21 Uhr. Und trotzdem ruckelt die Stadt so. Ja, auf dem Server Asta ist einiges los. Auf jeden Fall einen sehr schönen Palast, das muss man einfach sagen, ne?